Ja, noch ein bisschen rumfliegen. Gleich ist die Mütze weg. Ja, mit ganz viel Antrieb. Oh, ich will doch nur diesen Scheißstern haben. Wieso kapiert das niemand? Na komm, 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 komm. Geht doch. Okay, ich hoffe, wir schaffen das doch. Da oben ist der Stern. Juhu! Ein bisschen weiter runter. Juhu! Ein bisschen weiter runter und ein bisschen hier hin. Na, na, na. Here we go! 94 Sterne! Ihr habt's geschafft! Ein geheimer Stern! Speichern weiter. Sehr gut. Da drüben war auch noch irgendwas. Bin mal gespannt. Bam! So, und deppa. Mal sehen, was das hier... Ist das vielleicht die Welt, die ich suche? Regenbogengrasei. Reise auf den Regenbögen. Ja, genau, die habe ich gesucht. Da, 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 da. Ah, ja. Ich finde die eigentlich ganz nett, die Regenbogengraserei. Ich glaube, das ist jetzt auch die letzte Welt, die wir jetzt hier richtig so Sterne sammeln und so, ne? Die allerletzte Welt halt. Oh ja, das hasse ich, 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 das hasse ich. Wie gesagt, ah, nein, 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 nein. Nein, oh Gott. Haha! Wow, wow! Nee, so, ja, also, ich weiß nicht, ob man das jetzt Skill nennen kann, aber, naja. So, Reise auf den Regenbögen. Wir müssen jetzt einfach mal auf den Regenbögen reisen. Hallo Lakito! Tschüss Lakito! Also das war jetzt aber wirklich Skill. Ich wollte den eigentlich gar nicht umbringen. Tja. Hey! Dummer Mario. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre irgendwie so komische Geräusche im Hintergrund. Und nein, ich meine nicht die Musik. La, 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 la. So, mal kurz drauf gehen, sonst geht das nämlich weg. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Rechts ist immer gut! Wir könnten uns auch das Leben holen, aber wir machen es nicht. Schon. Geht doch. So, wir sind auf den Regenbögen gereist und können jetzt den Stern dort holen. Also ich hoffe, dass es jetzt der richtige Stern ist. Stern! 95 Sterne! 95!
Tschinkaching! Tschinkaching. Hihi. Reise auf den Regenbögen. Ja! Speichern und weiter. Mach das mal nach. Das macht Spaß. Richtig stylisch so. Suche das Haus im Himmel. Wir müssen wieder auf den Regenbögen reisen. Kann das Ding nicht mal schneller gehen? Ich könnte es schneller machen, aber... ich glaube, das wird keinen gefallen. Pass auf! Hehe, viel schneller wäre es gar nicht. Skill! La 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 la. Komm her, Lakito, ich will dich kaputt hüpfen. Nein? Oh Gott. Nein, hier ist glaube ich nicht das Haus im Himmel. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich habe Lakito wirklich wieder kaputt gehüpft. Ich habe jetzt Lakito kaputt gehüpft. Kaputte machten. Ich hab's kaputte gemacht. Ich hab's kaputte gemacht. Nein. Ja. La 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 la. Jetzt gehen wir mal nach links. Wir sind jetzt links. Auf der rechten Seite linke. Ich weiß gar nicht, kennt das überhaupt noch jemand? Dieses so ein Lied. Mal hier so hin. Weiß ich gar nicht. Das ist doch noch ganz, ganz von früher. Das kenne ich noch, weil meine Mutter war früher so. Ich mein, sie ist immer noch Schalke-Fan, aber so ein Freund von ihr war auch Schalke-Fan und ja, sind wir früher immer ins Stadion gefahren und ja, jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf so einen Quatsch. Okay, das wird jetzt schwierig. Ja, wir haben es verpeilt. Wie gesagt, wir haben es verpeilt. Aber werden es schon schaffen. Noch einmal. La 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 la. So eine Regenbogenreise ist echt lahm. Boah, ich bin froh, dass wir dieses eine Regenbogen-Level da gerade das da mit den Regenbögen und so geschafft haben. Also das ist das letzte Regenbogen-Ding hier. Aber da muss man wenigstens nicht diese Fliegerkappe benutzen. Also es macht schon Spaß, darum zu fliegen, aber gewisse Ziele anzusteuern ist schon ziemlich schwer, auch mit Gamepad. Es ist schon recht schwer. Aber ja, hab's ja jetzt geschafft und... Wieso hast du die Kiste zerstört? Weil ich's kann. Ganz einfach. Einfach, weil ich's kann. Okay, ich mache jetzt mal hier so ein Safe. Ich habe keinen Bock, lieber nochmal den Regenbogenreis-Ding hier zu machen. Haha, geschafft! Okay. Nein! Okay. Diesmal versuchen wir es wirklich wieder mit Wandsprung. Wandsprung ist sehr gut dabei. Mario, du musst auch in die richtige Richtung springen. Und nicht irgendwie so eine Richtung, wo sowieso keiner kennt. Wo sowieso keiner kennt. Na? Geschafft! Wir haben das Haus im Himmel gefunden! Guck mal, da ist ein Haus im Himmel! Und durch die ganzen... über die ganzen Regenbögen müssen wir jetzt alle fliegen. Wirklich. Über die ganzen... also das ist eigentlich voll lustig. Das ist eigentlich ein recht einfaches Level, finde ich. Also wenn man das drauf hat, dann ist es eigentlich recht einfach. Wenn man nicht ständig irgendwie runterfällt oder so. Also ich will jetzt nichts andeuten oder so, dass ich hier irgendwo... ach, egal. Oh ja, oh ja, oh ja, der Feuerofen, der ist böse. Wie gesagt...
Wird nicht getroffen. So, jetzt kommt ja das hier. Oh ja. Da drüben ist übrigens auch noch ein Stern, glaube ich. Aber das werden wir alles hier holen noch. Allesamt. So, ich will jetzt nicht von den elektrischen Viehs angegriffen werden oder so, ne? So, jetzt holen wir das hier. Hallo. Man muss immer aufpassen, dass das Ding nicht anfängt zu blinken. Weil sonst ist es nämlich putsch. Also sonst geht das nämlich weg. Und das will ich ja nicht. Das will ja keiner. So, jetzt sind wir wieder im Haus drin. Wieso müsst ihr jetzt hier so kompliziert gemacht haben? Das finde ich ja schlimm. So, jetzt geht man hier hoch. Also jetzt kommt wieder das hier. Nein, 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 nein. Nein, nein. Okay, das will ich jetzt nicht. Das was fand ich jetzt nicht so toll. Das war jetzt nicht so schön. So, ja. So, ich würde sagen, da gehe ich erstmal da runter irgendwie. Also mal sehen. Ach, Mario. You are an idiot. Ha, 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 ha. Ha, Skill. So, jetzt haben wir's. Jetzt geht man hier ein bisschen hoch, so, ne? Fliegende Teppiche, schalalalala. Und da haben wir den Stern. Here we go! Und da müssen wir so nie wieder durch. Macht euch mal keine Sorgen da. Ja. Suche das Haus im Himmel, Kurs 15. Geschafft. Speichern und weiter. Finde die 8 roten Münzen. Ich weiß, wo wir hin müssen. La, 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 la. Ich hätte jetzt gern Eis, aber wir haben leider kein Eis. Und draußen bimmelt schon wieder der Klüngelmann. Was ist der Klüngelmann? Ja, der Klüngelmann ist halt da so ein Schrotthändler. Der läuft hier rum, also der fährt hier rum, macht komische Musik und so und sammelt halt Schrottteile ein. Okay, 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 okay. 96 Sterne haben wir, Leute. Ich habe gehört, das 100 Münzen Sammelding wird ganz schön brutal. Aber ich bin schon gespannt. Also hier wird's, hier scheint es ja recht einfach zu sein. Oder nicht? So, hier muss man die roten Münzen sammeln, das weiß ich. Ja, auch von den Aufnahmen halt. Von den Aufnahmen, wo ich halt, wo halt nicht ging und so. Wo halt kaputt und so. Ha! Skill! Ja, ja, total der Skill und so, ne? Naja, egal. Ah! Gut zu wissen, dass hier blaue Münzen sind. Blaue Münzen! Wo sind hier noch mehr? Tja, sind hier wohl nicht mehr. Ey, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Ey! Was war da? Die sind gemein! Die sind ganz schön gemein! Aber die Musik macht Spaß. Auch wenn das Level eigentlich mehr langsam sein sollte. Und tappa! Und tappa! Und tappa! Und tappa! Oh ja. Komm schon. Komm, wir gehen jetzt erstmal. Hallo, Bom-Bom. Bom-Bom. Du Bombe.